und herzlich willkommen auf meinem Kanal Hijabflaws. Ich möchte sofort mit einem Rezept in meinem Monatsvlog beginnen. Ich möchte heute die berühmte Schwarzwälder Kirschtorte mit euch in einem Blech machen, sodass das wie ein Kuchen ist. Es geht super leicht, die ganzen Zutaten hat man meistens schon zu Hause. Ich möchte euch sofort die Zutaten zeigen, dann backen wir es dann zusammen. Für den Teig brauchen wir 200 Gramm Zucker, 200 Milliliter Öl, 5 Eier, die eine Reihe, bei mir sind das die Bio-Eier, eine Packung Backpulver, eine Packung Vanillepudding und 3 Packungen Schokopudding. Mehr brauchen wir nicht, also kein Mehl und nichts anderes. Und jetzt werde ich das alles zusammen nur umrühren. Habe ich einfach alles zusammen gemixt und habe jetzt meinen Teig, das was ich jetzt für 20 Minuten im Backofen bei 200 Grad backen lassen werde. Jetzt fülle ich das einfach in mein Blech rein. Kirschfüllung brauchen wir hier saure Kirschen, den habe ich bei Lidl gekauft und wieder eine Packung Pudding und etwas so ungefähr 200 Milliliter Wasser und dann alles nur noch aufkochen. Wie ihr seht, ist die Kirschfüllung jetzt aus dem Ofen schön fest geworden und mein Teig ist auch frisch aus dem Ofen, ist noch relativ sehr warm. Ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt. Und jetzt werde ich nur noch die Kirschfüllung da drauf verteilen. Und jetzt fehlt nur noch eine Schicht Sahne drauf. Mit Streuseln, Schokostreuseln, mehr war das auch nicht. Also mehr habe ich nicht. Jetzt werde ich Schlagsahne ganz normal mit Sahne steif festschlagen und da drauf tun und ja, mit Schokostreuseln bestreuseln. Zu guter Letzt zeige ich euch auch noch, wie ich meine Sahne steif schlagen werde und was ich alles dafür brauche. Dafür benutze ich 3 Schlagsahne. Moment, ich habe jetzt aufgemacht. 3-mal Schlagsahne hier. Und 4 Sahnesteifpackungen und etwas Streusel, Schokoladenstreusel. Schokoraspeln hätte eher zu der Torte mehr gepasst, aber ich hatte jetzt Schokoraspeln zu Hause, deswegen werde ich Schokoraspeln ein bisschen in die Sahne reinstreuen und zu guter Letzt auf die Torte auch noch. Freunde, ich stehe vor euch ungeschminkt, weil ihr hört das bestimmt auch an meiner Stimme. Wir haben gerade 9 Uhr morgens und ich wollte frühstücken und habe gesehen, das Wetter ist super schön und habe gedacht, langsam ist es soweit. Im April sollte man langsam Balkon putzen und im Balkon frühstücken können. War Katastrophe. Ich habe es jetzt nur so provisorisch nur an der Stelle gemacht, da wo wir sitzen werden. Die andere Stelle ist noch nicht ganz so fertig. Wir werden eigentlich unsere Balkonmöbel verkaufen, aber ich habe mir gedacht, bevor wir die loswerden oder verkaufen, dass ich noch ein bisschen daran Spaß habe, weil ich liebe eigentlich meine Balkonmöbel. Und jetzt werde ich Frühstück
organisieren. Draußen ist extrem blöd, nur Bauarbeiten und es ist laut, aber dennoch ist es besser als drinnen, ja, was anderes. Schade, eigentlich wegen der Lautstärke. Aber dennoch kann ich irgendwie die Vögel hören und ja, ich glaube, ich kann dennoch das Wetter genießen und schön frühstücken. Ich zeige euch, wie ich es jetzt putze und ja. Ich hoffe, ihr habt auch langsam angefangen mit eurem Balkonputz und genießt schon seit Wochen bestimmt schon euer Balkon. Mit dem Balkonputz fertig, Freunde. Ich wollte nur kurz sagen, letztes Jahr habe ich wirklich sehr viel gepflanzt, sei es Tomaten, Grünzeug, also Blattsalat, Petersilie, Schnittlauch und Nane, Pfefferminz, genau. Ich habe echt viel, auch Peperonis und so eingepflanzt, aber ich glaube, dieses Jahr habe ich einfach die Zeit nicht dafür und auch die Lust, ehrlich gesagt, nicht, weil das war schon anstrengend. Hat super Spaß gemacht, würde ich 100% jedem empfehlen, aber wie gesagt, dieses Jahr habe ich einfach die Lust und die Zeit nicht dafür und will auch in diese Wohnung nicht mehr so viel investieren an Zeit und ja, und an Kraft, sage ich mal so. Wie gesagt, wir möchten ja eh unsere Möbel verkaufen, deswegen habe ich jetzt nur geputzt und werde, wie gesagt, nur ein paar Tage noch meine Möbel genießen, da wir die jetzt in eBay-Anzeige hochgeladen haben. Falls ihr Interesse habt, könnt ihr mal reinschauen, ob es noch bis dahin da ist. Ja, es wäre auch blöd, jetzt im Balkon etwas einzupflanzen, wenn wir keine Möbel haben. Wisst ihr, was ich meine? Erst muss ich meinen Balkon ganz ändern, von neu, und dann möchte ich was pflanzen. Wie gesagt, noch ist es für mich zu früh, eigentlich nicht von der Jahreszeit, sondern eher von der Planung her. Mal schauen, wenn ich es schaffe, werde ich es noch dieses Jahr machen. Wenn nicht, dann ja, habe ich Pech und mache das erst nächstes Jahr. Aber an sich selber habe ich sehr viel Spaß daran. Und diese Pflanze hier hinter mir ist eine winterharte Pflanze gewesen, wusste ich gar nicht. Hätte ich es gewusst, hätte ich, glaube ich, alles damit bepflanzt. Ja, die ist jetzt einfach vom letzten Jahr. Ich möchte meinen Monatsvlog April mit meinem Aprilurlaub abschließen und euch einige Videos und Fotos zeigen, die ich eigentlich privat für mich, wie aber auch manchmal für euch gedreht habe. Anfangs habe ich für euch ein Video angefangen vor Ort und dann habe ich mir gedacht, ja, du genießt lieber jetzt deinen Urlaub, als wenn du jetzt für Instagram oder für YouTube Videos drehst. Dann hatte ich im Nachhinein doch keine Lust mehr, sage ich mal so. Aber ich habe dennoch sehr viele Materialien, die ich euch jetzt zeigen möchte, weil wir waren in der Schweiz. Es war super, super schön. Ich kann euch nur sagen, ich empfehle es zu 100%. Wir sind nämlich nur 5 Tage dort gewesen. Wir sind mit dem Auto unterwegs gewesen. Es hat von Deutschland nach Schweiz mehr als 7 Stunden gedauert oder genau 7 Stunden. Wir haben uns 2 Wohnungen auf Airbnb gebucht. Und zwar die erste Wohnung war die ganz günstige Wohnung. Da haben wir das echt sehr günstig gebucht, weil wir nicht vor Ort sein wollten. Wir wollten viele verschiedene Städte von der Übernachtung her, also immer jeden Tag besuchen. Und ja, die erste Wohnung, ich zeige euch mal jetzt die erste Wohnung. Die erste Wohnung war sehr groß. Ja, hell. Ich nenne mal zentral, also mit dem Auto zentral, sonst mit der Bahn war Schweiz gar nicht so wie die anderen Länder, die wir bis jetzt gereist sind. Es war nämlich sehr teuer. Also mit Bahn und Zug würde ich euch nicht empfehlen, auch wenn ihr ein Tagesticket kauft, etwas zu machen. Ich finde, Schweiz sollte man schon eine Eigenreise machen oder
dort vor Ort ein Auto mieten. Bevor wir zu unserer ersten Wohnung gefahren sind, haben wir unterwegs in der Schweiz, also genau als wir von Deutschland in die Schweiz eingereist sind, also die Grenze überquert haben, gab es eine sehr schöne Sehenswürdigkeit. Es hieß Rheinfall. Das war schon ein riesen Wasserfall, würde ich mal so nennen, mit riesen Felsen. Es sah sehr schön aus, man hatte einen Wanderweg und es war auch eigentlich angenehm, nach einer langen Autofahrt mal ein bisschen unterwegs zu sein und die Landschaft einfach genießen. Und dann, das sind die ganzen Einblicke, die ich euch jetzt von Rheinfall zeigen möchte. Wir haben jetzt eine Runde um den Wasserfall von da vorne angefangen bis jetzt hierhin. Man hätte auch Eintritt zahlen können und ja hier darunter sein können. Aber wir wollten uns das von außen ansehen, damit man auch so einen Gesamtblick hat. Aber kann ich nur empfehlen, Leute, hier kurz mal einen Wanderweg einzugehen. Ja, und nach dem Rheinfall sind wir weiter zu unserer Wohnung gefahren. Da haben Schlüssel abgeholt, Check-in, Check-out, war alles ganz angenehm in der Wohnung. Es war jetzt nicht meine Wohnung, die ich super perfekt fand. Ich fand, wie gesagt, die Lage nicht so ganz gut. Wenn man kein Auto hat, finde ich schon problematisch, dort zu wohnen. Ich werde es trotzdem in der Infobox für euch verlinken, falls ihr auch etwas Günstiges in der Schweiz sucht. Die Lage war zwischen Lausanne und Bern. Müsste es genau sein. Da unsere Wohnung in der Nähe von Lausanne war, haben wir den ersten Tag in Lausanne und in Genf verbracht. In Lausanne sind wir ganz früh vor Ort gewesen in der Stadt. Wir wussten, dass ein Bauernmarkt an dem Tag stattfinden würde. Wir haben im Bauernmarkt einige Sachen zum Frühstücken geholt. Die hatten extrem schöne, frische Sachen. Es war nichts dergleichen wie hier in Deutschland, die Märkte, also die ich jetzt hier so typisch kenne. Nicht laut, keine Drängelei, alles nur Bio, wenig von den Artikeln. Und ja, da es ja der Bauer von seinem Feld mitbringt, war es sehr frisch, bio, angenehm, schön. Und wir haben sehr viele verschiedene Käsesorten gehabt, sehr verschiedene Brotsorten und sehr unterschiedliche auch Gemüsearten, die wir nicht kannten. Und da haben wir uns einige Sachen rausgepickt, haben uns einen schönen Frühstückbeutel gemacht sozusagen. Dann sind wir zum Strand gegangen, haben unser Frühstück vor Ort am Strand genossen. Naja, dann sind wir wieder eingestiegen, sind nach Genf gefahren, auch ein paar Minuten, jetzt keine Stunde. Und dann in Genf haben wir auch die Stadt besichtigt, Sehenswürdigkeiten gesehen, Türme, Kirche, die Stadt selber und ich zeige euch das jetzt hier. Guckt euch mal diese Wasserfontäne da hinten an. Die schießt 150 circa Meter hoch. Ja, da 140 genau. Aufgerundet 140. Und da wollen wir jetzt gerade hin. Da haben wir noch einen langen Weg vor uns. Jetzt hier sind wir vor der Fontäne. Ihr seht, Adjaib hoch. Sehr gut. Die Fontäne ist leider geschlossen, da es zu windig ist. Und wir haben Pech und können es leider nicht sehen. Ich hatte es aber vom Auto aus gesehen. Jasen, hattest du es gesehen? Nein, er muss leider Auto fahren und wir haben es ja von hinten minimal hinter den Häusern gesehen. Naja. Kommen wir zu dem zweiten Tag und zwar, ich finde, der beste, einer meiner schönsten Tage in der Schweiz. Wir sind in die Berge gefahren, wirklich in die Berge gefahren. Leute, da wo man Skiaufenthalt hat, Skiurlaub macht, da sind wir mit ganz normalem Trenchcoat hingefahren. Müsste die Stadt Zermatt sein, genau Zermatt, aber man konnte in Zermatt nicht mit Auto reinfahren. Es war eine autolose Stadt sozusagen, sodass wir eine Zughaltestelle davor parken mussten und haben dort geparkt. Da mussten wir noch ein Ticket kaufen, damit wir mit dem Zug nach Zermatt fahren könnten. Aber das hat wirklich jeder gemacht, weil man keine andere Möglichkeit hatte, da man nur mit dem Zug reisen konnte.
anreisen konnte sozusagen. Und dann sind wir bei Zermatt, Hauptbahnhof-Haltestelle angekommen, sind nach oben gewandert, haben die Berge hinten ganz weit gesehen, super schöne Landschaft, ganz angenehm, Wetter war sehr schön, 22 Grad, man hat sich einfach sehr schön wohl gefühlt. Wir waren auch ein bisschen hungrig, haben eine Brezel gegessen und dann haben wir uns entschieden, mit der Gondel ganz nach oben an die Bergspitze, und zwar den Matterhorn zu sehen. Matterhorn'a doğru gidiyoruz arkadaşlar, şuraya bakın. Wie hoch sind wir, Yasin? Und da waren wir eben. Kann man gar nicht mehr nichts erkennen. Aber bak, Matterhorn'a çek. Hat mehr als eine Stunde gedauert und man hat wirklich alles so unter sich gesehen. Man hat immer gesehen, wie weit man vom Dorf entfernt ist, sodass man am Ende nicht mal Häuser erkennen konnte, geschweige denn Menschen und anderes. Ja, man war ganz, ganz, ganz oben angekommen, war uns extrem kalt, Leute. Wie gesagt, unten am Dorf, Zermatt, Dorftemperatur war 22 Grad, ganz okay, ganz easy, ganz locker. Und dann waren wir oben und jeder hatte Wintersachen an, wirklich fast jeder. Da waren echt nur wenige, die dasselbe hatten wie wir. Ich mit meinem Trenchcoat, Jas mit seinem Trenchcoat, ich mit einer weißen Hose, mit Sneakers, ganz oben bei minus 7 Grad. Ich habe mir mein abgefroren. Ja, ich konnte nicht mal mein Handy wirklich in der Hand halten, also nicht länger als ein paar Minuten. Da musste ich die direkt wieder in die Taschen reinstecken, weil es war schon rot und das hat so weh getan. Es war nicht mehr kalt, es war eher schmerzhaft kalt. Wisst ihr, was ich meine? Minus 7 Grad war es, minus 7, minus 8, ich weiß es nicht. Ja, da haben wir ein paar Fotos gemacht. Wir waren genau dort an der Spitze, super schön, ganz kalt. Ja, es war auch Schnee überall. Ja, ihr seht das, wie es aussah. Und dann haben wir, drei Etagen nach unten mit dem Aufzug gegangen und waren im Gletscher. War auch ein Riesenerlebnis für mich. Ich war noch nie im Gletscher. Ich habe noch nie einen Gletscher live gesehen. Ich habe es sogar anfassen können. Die haben im Gletscher haben die verschiedene Kunstwerke mit dem Eis gemacht, geschlitzt, denke ich mal, nennt man das so. Ja, und das war auch sehr schön, war so ein Museumsgang und da sind wir sogar im Gletscher nach unten gerutscht. War, ja, war schon schön, also ein Erlebnis für sich. Und dann später, nach ein paar Stunden, haben wir Fotos gemacht, haben die Landschaft genossen, sind wie gesagt im Museum rundgegangen und dann sind wir wieder in die Stadt mit der Gondel, die wir aber einmalig für hin und zurück bezahlt haben, wieder zurückgefahren. Kızlar, wir waren genau hier oben, seht ihr? Şimdi aşağı gidiyoruz, geri köyümüze. Gösterir misin, nereye gidiyoruz? Man kann leider noch unseren Dorf nicht sehen, weil wir haben noch eine lange Strecke bis nach unten. Wir haben jetzt unsere Gondel geändert und jetzt können wir unseren Dorf sehen. Hier. Seht ihr das? Ja. Da werden wir gleich inshallah was essen. Bin nämlich super hungrig. Naja, wir waren wieder nach ein paar Stunden wieder mit der Gondel unten, haben uns wirklich zu Tode gefroren oben und unten angelangt war es wieder ganz angenehm, obwohl es später war. Es war so schön warm im Vergleich zu davor. Und unten haben wir uns beschlossen, das was Berühmtes zu essen, was ganz berühmt ist, weil jedes Restaurant hat das angeboten. Und zwar, wir haben uns Fondue gekauft und zwar jeder für sich. Es waren insgesamt 200 Gramm Käse für ihn, 200 Gramm für mich. Also insgesamt in einem Topf hatten wir 400 Gramm Käsesorten. Ganz angenehm mit Brot und Kartoffeln gegessen. War wirklich lecker. Ich würde das sogar sehr gerne zu Hause nachmachen und ja, ich muss mir ein Fondue, Käsefondue muss ich mir 100% kaufen, sehr lecker, ja, würde ich euch auch empfehlen, falls ihr dahin fährt. Dann waren wir K.O. und sind wieder nach Hause gefahren, jetzt zu unserer Airbnb-Wohnung.
Dann sind wir zu einem Ort gegangen, das ich euch jetzt nicht verraten werde, weil dazu möchte ich ein separates Video machen. Da habe ich nämlich auch einige Sachen aufgenommen. Höchstwahrscheinlich wird das Video, was ich jetzt nicht hier versuche zu spoilern, vielleicht auch direkt nach diesem Video kommen. Am Dienstag, Mittwoch oder spätestens am Donnerstag. Aber es war wirklich der Tag, den ich jetzt separat gefilmt habe und ein Video machen werde, da habe ich einen Traum von mir verwirklicht und das möchte ich euch, wie gesagt, separat in einem Video zeigen. Und ja, nach dem tollen Traumtag sozusagen, sind wir dann, also einen Tag später sozusagen, waren wir in Bern, wollten dort Schokolade kaufen, weil wir wussten, in der Schweiz ist Schokolade auch so ein Souvenir, was man mitbringen kann, so mitbringen soll und an die Freunde und Familie verschenken kann. Hierbei muss ich euch sagen, habe ich auch voll vergessen, Schweiz war extrem teuer, wirklich extrem teuer. Für eine Schokolade hat man 6-7 Euro fast bezahlt und Diesel- und Benzinpreise waren ja auch extrem überteuert und komisch war, dass da Diesel teurer war als Benzin, ist ja fast nirgendwo so. Naja, in Bern waren wir nur in der Stadt, wir wollten wie gesagt nur ein paar Sachen kaufen, damit wir was zum Verschenken haben. Ab Bern sind wir dann wieder nach Deutschland gefahren. Naja Mädels, das war einfach so ein Rückblick in meinen Urlaub in April. Also ich wusste nicht, ob ihr jetzt separat an Schweiz Vlog sehen wollt, also einen Urlaub-Vlog sehen wollt oder ob ich das jetzt so gemacht habe. Ich weiß es nicht, sagt mir mal in den Kommentaren, ob das so für euch okay war. Ja, ich habe auch extra meinen Monatsvlog April kürzer gehalten als die anderen, weil ich glaube, das war auch euer Kritik an mich, dass ihr gerne meine Vlogs seht, aber es für euch zu lang war. Deswegen habe ich es versucht, etwas kürzer zu halten, weniger zu zeigen. Schreibt mir aber bitte mal in den Kommentaren, ob das so besser ist oder ob ihr das anders besser mochtet. Ich weiß es jetzt nämlich nicht. Ich will das genau so machen, wie die Mehrheit es sich das auch so wünscht. Ja, ich verabschiede mich dann von meiner Seite. Das war mein Monat April sozusagen. Und bis zum nächsten Montag, eure Hijabflaus.